Hallo liebe OMSI-Gemeinde, ich begrüße euch ganz herzlich zur 29. Folge von Let's Play OMSI 2. Omnibus-Simulator mit mir, eurem Julian. In dieser Folge zeige ich euch die Karte Veltsheim Version 1, die Linie 1 von Siedlung Hinteraue nach Veltsheim ZOB, Fahrzeit ungefähr 25 Minuten und unser Fahrzeug ist ein MAN NL 202 EN 92 in der Standardversion im Veltsheim Repaint und wir fahren auch direkt los. Hallo. Hallo. Ein Ticket bitte. Ein Ticket. Bitte schön. Ich mache da Omsi-Zaun einen Tick leise für euch, weil der Bus ist schon ziemlich laut und ich möchte nicht, dass euch dann die Ohren wegfliegen. So. Besser. Es besteht Zugang zum Park and Ride Platz Wilhelmsthal. Bitte achten Sie auf unsere Tarifangebote für Kunden des Park and Ride Platzes. Ach doch noch einen Tick leiser. So. Jetzt müsst ihr euch es für euch perfekt sein, nicht so laut, nicht so leise, genau richtig. Und ich bin diese Linie 1 noch nie in einem Let's Play oder privat gefahren. Früher bin ich gerne die Linie 7 gefahren, aber ich wollte euch mal Premieren zeigen, also Linien, wo ich noch nie gefahren bin. Und ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja, das Wetter ist wieder Stuttgart bei mir, deshalb schneit es auch in OMSI bei mir, schneit es draußen auch schon den ganzen Vormittag und Morgen schon. Ein Erwachsener. An der Tag. Bitte schön. Nächstes Mal nicht vordrängen, bitte. Bitte schön.
Wilhelmstal, Marktplatz. Tag. Guten Tag. Eine Busfahrt. Eine Busfahrt. Bitteschön. Gegenbus. Aber wie Anforderung. Stelle Wilhelmstal Bahnhof. Es besteht Übergang zu den Zügen des Regionalverkehrs. Es besteht Zugang zum alten Rathaus. Mahlzeit. Einmal Kurzstrecke, bitte. Einmal Kurzstrecke. Danke. Bitteschön. Einmal Kurzstrecke, Schüler. Einmal Kurzstrecke, Schüler. Bitteschön. Heizung machen wir jetzt auch. Außer es hat schon 22 Grad im Bus. Möchte an der nächsten Haltestelle. Okay, gleich tut er um sie nachladen wie ein neuen AI. Sie.
Um sie alles wird gut und schön laden. Und dann geht's gemütlich und entspannt weiter. Da ist er wieder. Schauen wir mal die Heizung runter. Oh, C2, der andere Kollege. Das hat C2 aus dem Jahr 2012. Sehr Abwechslung ist auf der Karte, nicht nur die ganze Zeit NL auf den Karten herumfahren zu lassen. Auch mal C2 oder andere Busse. Gasse bitte jodeln. Einmal Schüler bitte. Einmal Schüler. Danke. Bitte. Wo wird er denn? Ich muss hier doch eigentlich sofort auf grün schalten, wenn ich komme.
Pause machen, weil ich den falschen Fahrplan angenommen habe. So, jetzt ist besser. Oder was in den falschen angenommen für eine andere Linie, aber jetzt stimmt. Ist mir gerade jetzt erst aufgefallen. Was passiert auch mit den besten YouTuber, worum sie zwei spielt, also Let's Player, dass sie aus Versehen den falschen Fahrplan annehmen und es während der Fahrt erst bemerken. Wieder ein L. Komm rein, junger Mann. Hi. Hi. Das wird geizt. Hätten, Mann. Nächste Haltestelle, Bahnstraße. Es besteht Übergang zwischen den Linien 3, 6 und 9. Das war noch gelb. Oh, hier haben wir eine Minute Verfrühung. Schauen wir gleich mal die Zeit vor. Ob wir pünktlich abfahren können. Hi. Einmal Schüler bitte. Danke. Bitte. Noch ein NL. Ja, Manfred, ich habe meinen Führerschein gewonnen, das weißt du doch. Liebe Fahrgäste, bitte seien Sie ruhig, ich bin doch nur an den Bordstein gekommen, das sind wir gegangen. Aber die Kurve war ja auch eng, da konnte ich nichts dafür. Kommen Sie rein. Einmal. Guten Tag, junger Mann. Eine Tages. Hallo. Okay. Hallo. Bitteschön. Oh, lass mal auch noch schön rein. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte. Danke. Bitteschön.
Ja, Manfred, ich weiß, ich habe meinen Führerschein gewonnen. Und ich kann nichts dafür, dass ich hier an den Kurven hängen bleibe, weil die Kurven halt hier ein bisschen eng sind. Das sieht man auch. Nächste Haltestelle, Betriebshof, Kundenzentrum. Die X1 hält hier nicht, aber ich. Kommst du rein? Moin. Kannst du rausgucken. Hallo. Alle Linien geradeaus. Wird dann eine Minute zu früh, ich komme auch die Minute vor, weil wir pünktlich abfahren können. Hallo. 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 Sehr schön. Was kostet der Bus? Der Bus kostet einen Haufen Geld, aber die Fahrkarte kostet nur 3,50, daher. Guten Tag, junger Mann.
Da ist niemand. Durchfahrt. Guten Tag. Habe ich mich jetzt wirklich wieder verfahren? Ach komm. Und jetzt mit wem? Ah, mit dem Kollegen, okay. Ah, da war er gerade, hä? Mein Gegenbus. Erst vorlaufen, dann nicht einsteigen, ne? Und jetzt mit oder nicht? Ne, natürlich nicht. Ah, es kommt ja eh. Jetzt haben wir einen kleinen Umweg gefahren. Können wir Fahrplan abbrechen. Aber hier ist er schon, der ZOB. Nächste Haltestelle, Hochstraße. Nächste Haltestelle, Felsheim, zentraler Omnibusbahn. Es besteht Übergang zu allen Stadtbuslinien. Grüß dich, Kollege.
So, nur an welchem Steig halte ich? Ja. So, das war unser Bus, unser MAN NL202 EN92 auf der Linie 1, Autokarte Felsheim. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr alle dabei gewesen seid, liebe OMSI-Gemeinde, liebe Community. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr Fragen oder was habt, stellt sie gerne unten in die Kommentare oder wie ihr das Video gefunden habt und ob es euch gefallen hat oder nicht. Und ja, dann verabschiede ich mich, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und einen schönen Abend und wir sehen uns dann in der 30. Folge wieder. Ich habe die Ehre, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Julian Rieser. Servus und tschüss.